Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bayonetta. Wir sind immer noch hier in Vigrid und machen natürlich weiter auf unserer Reise. Also wollen wir mal hochheben. Dann mal hier hin. Geschafft. Und rüber. Hab's geschafft. Los. Weg damit. Okay. Aha. Whee! Bam. Lalalala. Guck hier, ob noch was ist. Dass die Katzen keine Angst haben, verstehe ich nicht. Immerhin hat sie, schieße ich hier wie will um mich. So, nehmen wir nach oben. Wo rein da. Samai Bananata. Just a child? What are you doing running around Vigrid? You're certainly not dressed in your Sunday best. Weg. Ein kleines Mädchen rennt hier herum. Ach, du bist es, mein zweiköpfiger, umgekehrter Gesichtfreund. Mist, zu spät reagiert. Was? Ihr habt doch jetzt die Taste gedrückt? Ernsthaft? The man's path. Ja.
Nochmal. Ah, jetzt. Ich musste warten. Bam. Ich muss einfach nur warten. Gold. Nichts. Platin. Schade. Was ist heute los? Ich rede wie ein Blöder. Zwei Tote. Aber immer Platin, 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 Platin. Bloß eine Silberauszeichnung. Eine Lukas-Statue. Toll. Wigwit, Stadt des Déjà-vu. Und rein mit dir. So, aber jetzt wollen wir mal versuchen, dieses Arcade-Spiel nochmal richtig zu machen. Na, warte, den krieg ich noch. Wo ist dieser komische Kopf? Ich will diesen einen Kopf haben. Da. Verdammt, daneben. Ja, wir tauschen die Punkte gegen Heiligenscheine. Mann! Wir sind immer noch in Wigwit. Kapitel 3. Verbrannte Erde. Speichern wir mal. Sicher, sicher. Und spielen. Jetzt aber. Bam! Knips. Breakdance. Ah, oh, diese Hexe ist einfach so geil. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. No quarrel. You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Die Stadt wird zerstört. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin jetzt muss, aber erstmal Gegner. Flammende Gegner. Und einer mit dir. Autsch. So. Puh. Wo lang muss ich? Da lang. Lalalala.
Hä? War ich hier nicht schon mal? Ich hau ab. Nein, wer kommt denn jetzt? Fairness. Autsch. Jetzt hätte ich wohl noch einen Folterangriff machen können mit dem Klimax. Verdammt. Na, halbe Scheißplatte. Muss versuchen, die andere Hälfte zu finden. Fantasie im Purupto. Muss die zweite Seite finden. Autsch. Ich hoffe, sie ist hier versteckt. Nein, ist sie nicht. Also hier irgendwo? Nein. Gucken wir uns das mal um. Ich will nämlich die zweite Schallplatte irgendwo finden. Moment. Okay, hier ist sie nirgendwo. Obwohl ich hier schon war, bin ich schon wieder hier. Weiß nicht, irgendwie seltsam. War falsch. Verdammt. Das war falsch. Na komm. Mist. Und dann bis die Lava weg ist. Ah, Mann. Geschafft. Boah. Reit mir auf der Lavawelle. Aber dafür kommt die Hexenzeit. Gerade rechtzeitig, die Hexenkräfte, damit ich hier entlang laufen kann. Rein da! Ja.
dir in die eiserne Dame. Wie hieß denn mal Lava Dame, ne? Die eiserne Jungfrau. Und hier komme ich jetzt, also so, dann hier so lang. Big Wind wird zerstört. Ich will nicht in der Lava baden. Na komm. Boah, sag knapp. Boah. Achso, ich muss hier oben rum. Ah. Okay. Perfekt. Noch nicht geschlagen. Yay. Geschafft. Ja, das ist schon gut. Na, bist du zurück? Willst du spielen? Ach, und da hast du einen Freund mitgebracht. Super. Na, warte. Ey! Und tschüss. Oh, ich brauche unbedingt Heilkräfte. Beziehungsweise ich muss irgendwie Heilmedikamente nehmen. Oh, Alter. So schlecht war ich noch nie in dem Spiel. Hast geschafft. So, er hat gespeichert. Oh, da hinten ist etwas. Ich noch kurz gucken, was ist das hier? Eine Patrone. Okay, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gebogen und bis morgen. Ciao.